Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung mit PHP. Heute geht es um mehrere Sachen auf einmal, nämlich vier Sachen. Und zwar als erstes um Kommentare, dann um das Dreierlist gleich, was ich euch schon gezeigt habe, dieses identisch. Und um Die und Exit. Ja, ich dachte mir, die packe ich alle mal in ein Video, denn jedes für sich ist einfach nicht genug. Und ich möchte euch ja nicht langweilen, dreimal hintereinander auf solche langweiligen Sachen zu stoßen. Da packen wir lieber alles in eins und machen ein spannendes Video draus. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich wie immer. Gut, Kommentare ist das erste, was ich euch zeigen möchte. Kommentare sind sehr cool. Ihr erinnert euch, das hier hat letztes Video die Sachen hier sortiert in unserem Array. Und zwar nach den Keys hier. Ich mache hier einfach mal wieder ein A-Sort draus. Dann sortiert es das ganz normal und wir bekommen hier die Zahlen 1 bis 76 sortiert zurückgegeben. So wäre theoretisch der Gedankengang. Wenn wir uns das hier jetzt angucken, dann sehen wir, dass es auch funktioniert. Wenn ich das jetzt hier auskommentiere, dann ist es einfach als wäre das keine Anweisung, als wäre die Anweisung tot. Und das bekomme ich, indem ich zwei Slashes mache. Sehen wir auch, bei mir graut es ein bisschen aus, kommt auf euren Text, die du anmachen. Manche machen es orange, manche machen es grün, aber bei mir wird es ausgegraut. Okay, und ja, wir sehen, dass jetzt hier absolut nichts sortiert ist. Es ist, als wäre das einfach nicht da. Das passiert mit dem ganzen Zeug, was hier bis zum Ende der Zeile passiert, also wirklich komplett durch. Und die neue Zeile, die ist dann wieder ganz normal verfügbar. Das heißt, es wird einfach eine Zeile ignoriert. Wenn jetzt hier vorne dran noch irgendwas steht, dann wird es auch ausgeführt. Aber alles, was nach diesen zwei Slashes gemacht wird, ist komplett, ja, einfach nur für euch da. Warum sollte man sowas machen? Es ist sinnvoll, sich so viele Kommentare wie möglich oder auch wie nötig zu schreiben und sozusagen einfach immer festzuhalten, was man gerade gemacht hat. Denn ich verspreche euch, wenn ihr euch irgendein Projekt zulegt, und ihr vergesst, Kommentare zu schreiben. In einem halben Jahr oder sowas guckt ihr da mal drauf und denkt, ach, jetzt habe ich mal wieder Zeit, mache ich mal wieder ein bisschen weiter. Ihr habt keine Ahnung mehr, was ihr da gerade gemacht habt. Deswegen sind Kommentare wirklich sehr, sehr essentiell. Ja, es gibt aber noch mehrere Kommentare. Das geht ja jetzt nur über eine Zeile. Wir können auch einfach über mehrere Zeilen einen Kommentar machen. Übrigens, eine Zeile könnt ihr auch mit diesem Hashtag machen, funktioniert genauso. Aber mehrere Zeilen Kommentar kriegt ihr hin, indem ihr ein Slash und dann einen Stern macht. Und dann wird alles bis zum Ende ausgegraut oder bis zum nächsten Slash Stern. Immer das nächste Slash Stern nicht vergessen, denn sonst habt ihr ein Problem, sonst wird auch das hier, also das Ende von PHP, nicht erkannt. Das heißt, irgendwie funktioniert kein Code mehr bei euch. Also nicht vergessen, das Ding auch wieder zuzumachen. So wird jetzt einfach diese Zeile hier ignoriert. Aber wenn ich jetzt auch noch das Ganze bis hier runter mache, dann wird eben auch die For Each Schleife hier ignoriert. Okay, sehr praktisch. Und ja, so funktionieren Kommentare. Jetzt geht es bei dem nächsten Thema weiter. Und zwar dem dreifachen Gleich. Ihr erinnert euch noch, wenn wir hier ein, ich mache gerade mal das Kommentar hier wieder raus. Wenn wir ein dreifaches Gleich haben, if zum Beispiel 1 gleich gleich 2. Das ist einfach ein normaler Vergleich, ist 1 gleich 2. Wenn wir hier 1 gleich 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 2 haben, dann haben wir den Identitätsoperator, so ist es definiert. Und der ist ein bisschen stärker als der mit zwei Gleichheitszeichen. Der sagt auch noch zusätzlich, müssen die nicht nur gleich sein, also 1 muss gleich 2 sein, in dem Fall geht das natürlich nicht, sondern sie müssen auch noch denselben Typ haben. Das heißt, wenn das eine Fließkommazahl ist, also 1,0 wäre nicht gleich wie 1, denn 1,0 ist ein Float, während 1 ein Integer, also eine Ganzzahl ist. Kann natürlich sein, dass PHP das intern umwandelt in Integer, weil 0,0 ist ja eine Ganzzahl. Aber prinzipiell, so wie es jetzt dasteht, wäre es nicht gleich, weil 1,0 als Float einen anderen Typ hat als die 1 hier. Okay? Deswegen ist es immer so ein bisschen kompliziert. Sie müssen einfach auch denselben Typen haben. Das heißt, Strings und, also sowas hier, 1 und 1 wäre jetzt zum Beispiel nicht gleich, obwohl dasselbe drinstehen würde. Okay, das ist das dreifach gleich. Falls ich eine Anwendung dafür finde, beziehungsweise wenn ich eine Anwendung dafür finde, packe ich das natürlich ins passende Video. Jetzt wollen wir uns noch Die und Exit angucken. Die und Exit sind im Prinzip genau dieselben Funktionen. Wir haben hier einmal Die. Was das macht, ist folgendes. Wenn wir das jetzt ausführen, zack, es wird einfach nichts mehr ausgegeben, weil hier jede Ausgabe hinter dem Die ausgeführt wird und Die ist sozusagen einfach ein fertig, ab hier gibt es nichts mehr. Ja, und Exit macht genau dasselbe. Also sowas hier, Exit.
Macht genau dasselbe, und zwar wir beenden unser Skript einfach vorzeitig und es wird nicht mehr weiter ausgeführt. Warum zwei Funktionen? Naja, in manchen Programmiersprachen heißt es Die, in manchen Programmiersprachen heißt Exit und sie wollten möglichst freundlich zu allen sein. Deswegen gibt es da zwei davon. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Ihr habt gesehen, das waren relativ kurze Themen, die drei. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt damit was anfangen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.